you can see me coming from miles up ahead. Cause fire walks beside me like I've been raised up from the dead. Voodoo, I'm the spell put on you. Well, you crossed the lady twice, and that ain't very nice. I'm the devil dressed in black. I'm sweet revenge for the ladies, and you can be sure of that. Voodoo. Hey, I'm the spell put on you. Well, you crossed the lady twice, and that ain't very nice. Voodoo. You better watch it. Entschuldigen Sie bitte. Sind Sie Don und Ethel Moots? Kennen wir uns? Ich will die Moneten. Die Kasse steht da vorne. Versuche nicht, mich zu verarschen. Ich kann sehr unangenehm werden. Ich meine, das Geld hinter dem Weg. Los, beweg dich! So ist es brav. Na los. Du tust ja so, als wäre das dein Geld. Ah, meine Zähne, verfluchte Scheiße. Du hast da was verloren, Donny, Baby. Du wirst jetzt schön dran lutschen, mein Alter. Ja, man muss stets den Humor bewahren. Ist ein sehr gutes Mittel gegen die Angst. So, danke fürs Halten. Vielen Dank. Beweg dich darüber. Also gut, Donny, Baby, du schaffst das schon. Ganz ruhig, ruhig, konzentrier dich. Eine Haftcreme scheint vonnöten zu sein, denn Haftcreme verhindert dieses peinliche Herausfallen. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich da anlegst. Ich dachte schon, dir ist das passiert. Nein, ich war nur kurz einkaufen. Ja, ich bin immer in Sorge um dich. Mhm. Hast du mit Steve gesprochen? Ich habe stundenlang klingeln lassen. Was ist mit dem Anrufbeantworter? Ich habe den Anrufbeantworter noch nicht angeschlossen. Vater und ich machen uns Sorgen um dich. Wann kommt Steve denn nach? Mom, ich bin kein kleines Kind mehr. Keine Sorge. Schon gut, ich hab dich lieb. Ja, ich hab dich auch lieb. Also Wiedersehen. Bis dann. Steve, du bist so schwer zu erreichen, da dachte ich. Ich versuch's bei dir zu Hause. Entschuldige, ich will dich unbedingt wiedersehen. Die Nummer ist 939-4677. Bis dann. Schwer zu erreichen, da dachte ich. Es ist offen. So geht das doch nicht. Du darfst die Tür nie öffnen, ohne zu gucken, wer da ist. Das hier ist L.A., Süße. Ich hab dir einen kleinen Willkommensvino mitgebracht. Willkommen hier im Haus. Ich bin Kelly. Letra. Die Wohnung ist ja riesig. Mein Verlobter wird in ein paar Monaten nachkommen. Ich richte schon mal alles ein. Ist ja scharf. Der macht sich keine Sorgen um dich, du allein in der großen Stadt. Na, es war seine Idee. Er hat regelrecht drauf bestanden. Wirklich?
Wir sind jetzt seit 7 Jahren ein Paar. Schon seit der Highschool. Seit 7 Jahren? Nur ein Mann? Der einzige Mann. Großer Gott, das muss ja für euch beide wirklich eine gewaltige Versuchung sein. Das war wohl der falsche Zeitpunkt. Ich wundere gleich den Flur runter, falls du irgendwas brauchst. Danke. Der Briefträger hat sie heute Morgen gefunden. Sie waren noch warm, sind kaum Fliegen rumgeschwirrt. Muss sehr früh passiert sein. Hey, seid ihr Jungs vom FBI immer so schnell? Ich meine, ich habe ja noch nicht mal meinen Krankenwagen hier. Wir sind schon mehr oder weniger an dem Kerl dran. Und heute wohl eher weniger. Das war nicht sein erster Job. Wir wissen noch nicht definitiv, wer er ist, aber eins kann ich Ihnen sagen. Er hat sie nicht alle. Das FBI hat in solchen Fällen eine inoffizielle Strategie. Erst schießen und dann Fragen stellen. Oh. Dieser Pisser ist schwer bewaffnet und äußerst gefährlich. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Soll ich jemanden anrufen, wenn ich in der nächsten Stadt bin? Nein, ich brauche keine Hilfe, danke. Dann sind Sie gar kein Anhalter. Ist doch illegal. Das interessiert doch niemanden. Und hier draußen sowieso nicht. Und ich soll wirklich niemanden anrufen? Nein. Eigentlich nehme ich nie Anhalter mit. Dann lassen Sie es doch einfach. Was machen Sie dann hier draußen? Würden Sie glauben, dass mein Motorrad kaputt ist? Ja. Ich fahre Sie in die nächste Stadt, in Ordnung? Nein, nicht nötig. Das ist mein letztes Angebot. Na los, überlegen Sie es sich. Sie wollen doch eigentlich gar nicht, dass ich annehme. Sowas merke ich, dafür habe ich einen sechsten Sinn. Ist das so? Wenn ich tatsächlich ja sage, dann haben Sie die ganze Zeit Angst und wir können nicht miteinander reden. Das ist Ihre allerletzte Chance. Ich habe zwar keine Klimaanlage, aber wenn wir die Fenster runterkurbeln, geht's. Was dagegen? Nein, nein, gar nicht. Vielleicht sollten wir ein bisschen langsamer fahren. Ich fahre doch nur so um die 100. Auf Gesetz schon zu schnell.
Ich habe noch einen weiten Weg zu fahren und ich will nicht so spät ankommen. Gerade dann sollte man vorsichtig fahren. Also, wo wollen Sie eigentlich hin, wenn ich fragen darf? Ich besuche meinen Freund. Er hat gerade sein Medizinstudium abgeschlossen. Ja, was war denn sein Fachgebiet? Fußheilkunde. Er steht auf Füße. Mein Vater war Neurochirurg. Er hat an Gehirnen von Leuten manipuliert, besonders an meinem. Und? Was verschleppt Sie in die Wüste? Waisen. Was machen Sie so? Ich suche mich selbst. Ist nicht besonders gut bezahlt, aber ich habe flexible Arbeitszeiten und gute Aufstiegschancen. Und was machen Sie? Eine Schauspielkarriere, hoffe ich. Viele, viele Träume, viele Illusionen. Man braucht unheimlich viel Glück. Es heißt fressen oder gefressen werden. Apropos fressen, ich würde mich ganz gerne in der nächsten Stadt mit einem Essen dafür bedanken, dass Sie mich gezwungen haben, mitzufahren. Ich habe Sie nicht gezwungen. Es war nicht meine Idee. Wer kann schon wissen, ob das nicht eine völlig geistesgestörte ist, die da versucht, einen mitzunehmen. Wenn Sie es aber so eilig haben, Ihren Freund zu sehen, gebe ich Ihnen gerne ein bisschen Benzingeld. Nein. Was zu essen? Was zu essen ist okay. Und Sie haben Ihr Motorrad einfach so stehen lassen? Ich will es wohl kaum mit mir rumschleppen. Gesehen davon war es sowieso schon ziemlich klapprig. Ich kaufe mir ein neues. Wenn der Vater Arzt ist, kann man das wohl. Nein, ich muss selber für mich sorgen. Meine Eltern sind beide gestorben. Tut mir leid. Wieso haben Sie es so eilig? Ganz ehrlich? Bis jetzt haben wir uns noch nicht angelogen. Weil ich glaube, dass mein Freund eine Affäre hat. Ich will mitten in der Nacht ankommen und ihn in Flagranti erwischen, damit er sich nicht mehr herausreden kann. Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt. Wir wollten bald heiraten. Sie haben es verdient, die Wahrheit zu erfahren und Sie nehmen die Sache selbst in die Hände. Das gefällt mir, wirklich. Haben Sie kein Mitleid. Ich werde jetzt gehen. Kelly, Sie sollten jetzt nicht mehr fahren. Nach den vielen Erdbeermargaritas fühlen Sie sich jetzt vielleicht ganz wohl. Aber es fühlt sich nicht so gut an, in einer Blutlache zu liegen. Danke für den Hinweis. Und auch für das Essen. Wir könnten das gern mal wiederholen. Nur wenn du Glück hast. Ich glaube nicht an Glück. Haben Sie gerade wirklich getan, was ich denke? Das Trinkgeld zu klauen ist das Letzte. Darf ich bitten? Mein Freund hier spricht leider deine Sprache nicht. Nein, kann ich nicht, habe ich noch nie und will ich nicht. Wo ist mein Trinkgeld? Das Geld! Tu das nicht, Gregor. Keine Bewegung. Gib mir das Geld. Dankeschön. Was sagt man da? Es macht mir ein Vergnügen. Adios. Zu rechnen. Wie Sie sehen, wird es wieder ein fürchterlich heißer Tag werden. Steve, komm schon. Wenn Sie sich morgen trotzdem geh ran. Wagen sollten, bleiben Sie bitte nach Möglichkeit im Schatten und nehmen Sie genug zu trinken mit. Ansonsten riskieren Sie sehr schnell einen Hitzschlag zu erleiden. Seien Sie also vorsichtig, denn morgen wird es mit Sicherheit wieder ein verdammt gefährlicher Tag in der Wüste. Wer ist da? Kelly! Ich komme gleich, Sekunde!
Hi. Wie haben Sie mich gefunden? Ich habe mich erkundigt. Ist ein richtiges Dorf hier. Ja, aber ich bin... Ich fühle mich ein bisschen allein hier. Und Sie sind irgendwie der Einzige, den ich kenne. Was halten Sie von einem kleinen Drink? Da sage ich nicht nein. Kommen Sie rein. Ist alles in Ordnung? Sie wirken so nervös. Ja, das bin ich wohl auch. Ich mache mir Sorgen, wie ich morgen hier wegkomme. Ich muss noch ein Motorrad auftreiben. Sie werden sicher Glück haben. Ich glaube nicht an Glück. Oder an Astrologie, göttliche Fügung, Voodoo, Atlantis, Marsmenschen, Außerirdische, die Theorie des wahren Kennedy-Attentäters, Elvis, den Nikolaus. Das mit Elvis wäre auch ein bisschen viel verlangt. Oder wahre Liebe. Damit habe ich im Augenblick auch so meine Probleme. Dieser geldgeile Wichser bringt meine ganzen Pläne durcheinander. Wir riskieren sowieso schon unseren Arsch. Jeden Tag 18 Stunden Denkarbeit. Das ist einfach zu viel. Weißt du, ich habe Rose versprochen, mit ihr in Urlaub zu fahren. Morgen früh sollte es losgehen. Und jetzt spricht sie kein Wort mehr mit mir. Sie hat sowieso nichts Interessantes zu sagen. Da hast du recht. Der Scheißkerl klaut mir meine wertvolle Freizeit. Er ist hier, in dieser Stadt. Wo kann er sonst hin? Was denkst du? Ich würde nicht drauf wetten. Allerdings bin ich auch kein Spieler. Ich habe da so eine Theorie übers Glück. Ja, schieß los. Okay, es ist ganz einfach. Wenn du eine Million findest, verlierst du einen geliebten Menschen. Du weißt, was ich meine. Es gibt keine festen Regeln oder einen Gott, der den Punktestand notiert. Und was hältst du von der Redensart, wie du mir, so ich dir? Das ist meine Devise. Darin sind wir uns schon mal einig. So, bitte, Ihr Eisbecher. Optimismus kann sich negativ auf deinen Instinkt auswirken. Wenn du dich von deinen Gefühlen leiten lässt, gehst du Risiken ein. Und du kennst ja die erste Regel in unserem Business. Geh niemals ein Risiko ein. Auf jeden Fall kann man niemandem trauen. Dein Nachtisch ist jedenfalls ganz schön klein. Du musst ja nicht deinen ganzen Kram da reinstopfen. Ich habe Nachtisch gesagt, nicht Nachtisch. Morgen schon könnte ich im tropischen Paradies sitzen, mich unter Palmen ahlen, mit Rum betrinken und den ganzen Tag halbnackten Schönheiten beim Planschen im blauen Meer zusehen. Aber dieser Mistkerl muss ja hier seine kleine Show abziehen. Der hat keine Ahnung, mit wem er sich da anlegt. Wir sind gleich wieder da. In der Zwischenzeit schalten wir zu den Nachrichten mit Nina Tau. Schönen guten Abend. An einem halb verlassenen Streckenabschnitt der Route 10 kam es heute in den Frühstunden zu unerwarteter Aufregung, als ein grausamer Doppelmord entdeckt wurde. Don und Ethel Moots wurden getötet, als sie versuchten, einen Einbrecher daran zu hindern, den geringen Geldbetrag aus der Kasse ihres kleinen Geschäfts zu stehlen. Dieser Vorfall nein. steht was? Im Zusammenhang... Was ist nein, denn? Auf, ich habe Kondome dabei. Nein, es liegt nicht an dir. Ich meine, es liegt schon an dir, aber es war wohl mehr der Wein. Und es liegt an mir. Und an ihm. Wir melden uns wieder in einer halben Stunde. Und nun, liebe Zuschauer, schalten wir zurück zum Kickboxen. Es tut mir leid. Eigentlich kann ich dich absolut verstehen. Was ist denn los? Eine Praline auf dem Kopfkissen oder eine Rose vielleicht, aber eine Waffe? Eine Waffe? Ups.
Du bist bewaffnet? Bin ich so gefährlich? Die Wahrheit? Ja. Beides. Oh mein Gott. Hey, wenn du Angst davor hast, packe ich sie weg. Ach, die Waffe macht mir keine Angst, sondern du. Wieso? Ist doch nur zur Selbstverteidigung. Das ist nicht illegal. Und wie willst du dich ohne das Ding verteidigen? Naja, ich habe noch eine andere. Also, nach einem gemeinsamen Abend kann man wohl nicht erwarten, den anderen ganz zu kennen. Du hast noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Rafe, belassen wir es dabei, hä? Hey, hör zu. Wir sind schon so weit zusammengekommen. Warum fährst du mich nicht noch bis nach Phoenix? Ich glaube nicht, dass ich irgendwo einen guten Motorradshop finde. Was hast du denn noch so für militärische Gerätschaften, hä? Hey, sehr viele Leute tragen Waffen. Da ist nichts dabei. Es ist vollkommen legal. Na gut. Auf nach Phoenix. Ich habe noch nie eine Waffe von Namen gesehen, geschweige denn abgefeuert. Echt nicht? Wieso hast du denn Waffen? Naja, ich benutze sie gar nicht so oft. Die sind mehr zum Zeigen. Hast du schon mal eine Geisterstadt gesehen? Nein, nur im Fernsehen. Da ist eine Stadt, die heißt Cherub, eine halbe Stunde vom Highway entfernt. Eine alte Goldgräberstadt. Ist echt cool, wird dir gefallen. Meinst du? Ja, da ist noch ein Café, war früher für die Arbeiter gedacht. Wie wär's mit Frühstück? Ich weiß nicht, ich muss erst mein Leben auf die Reihe kriegen. Na, du hast doch selbst gesagt, dass du deinen Freund mitten in der Nacht überraschen willst. Bei dem Tempo bist du schon zum Abendessen da. Wo muss ich langfahren? Nach 35 Meilen vom Highway runter. Hey, man lebt schließlich nur einmal. Wir machen erst morgen auf. Da haben sich die 2 Stunden Fahrt ja richtig gelohnt. Tut mir leid, ich habe mich geirrt. Wir kriegen in der nächsten Stadt was zu essen. Ist dir was aufgefallen? Ich habe mich nicht über deine Gesellschaft beklagt. Na, dem Himmel sei Dank. Kelly, ich habe noch was vergessen. Wirf ihn schon mal an, ich bin gleich wieder da. Hände hoch, Ladies und Gents. Alle rüber zur Wand. Aufmachen, bitte. Dankeschön. Hey Mann, das war vielleicht ein merkwürdiger Abgang. Was war da los? Hast du sie ausgeraubt? Tja, ehrlich gesagt habe ich das. Ernsthaft? Ja. Ja, ich habe sie überfallen. Was? Ich habe sie ausgeraubt. Keine Sorge, es war nicht ihr Geld. Los, steig sofort aus! Kelly, hör mir doch bitte erstmal zu. Sofort! Kelly, ich kann das erklären. Sofort! Verdammt! Was hast du damit gemeint? Keine Sorge, es war nicht ihr Geld. Na, es war eben nicht ihr Geld. Das sind bloß Mittelsmänner. Sie dealen mit Drogen und waschen das Geld dann in ihrem Laden. So was sollen die Leute da machen? Du wirst überrascht, was Leute so tun, um extra Kohle zu machen. Nimm mich zum Beispiel. College Kid wird Robin Hood. Verteilst du dein Geld etwa unter armen Menschen? Hat Robin Hood das getan? Ja. Dann muss ich wohl einen anderen gemeint haben. Naja, weißt du, ich habe diese ganzen Details nicht so drauf, aber fahr einfach, dir kann nichts passieren. Sie werden es nicht zur Anzeige bringen, denn sie hätten das Geld ja überhaupt nicht besitzen dürfen. Und wie viel Geld war das sie nicht haben durften? 150.000. Und ein paar zerquetschte. Das ist ja echt viel. Ja, das ist es.
Naja, okay, ich danke dir. Na gut. Letzter Halt, Phoenix. Wie oft hast du das schon gemacht? Einmal in San Diego, Yuma und heute war das dritte Mal. Aber wozu zählen? Und du überfällst nur Kriminelle? Natürlich. Es steckt schon in dir. Vielleicht Vererbung. Dein Unterbewusstsein ist völlig zugekleistert von diesen ganzen Krimiserien, die im Fernsehen laufen. Du kriegst einfach Lust. Und... Nicht übel, hä? Hier. Nein, ich kann das nicht. Hier, du musst ganz einfach zielen, einfach anlegen und was du treffen willst, anvisieren. Du musst auf den Rückschlag aufpassen, siehst du? So anvisieren und dann abdrücken. Volltreffer! Oh Mann, toll! Guter Schuss! Hier. Nein, du kannst sie behalten. Fürs Mitnehmen. Du schuldest mir doch gar nichts. Lass sie im Auto, pack sie unter den Sitz. Und wenn sie dich stört, wirfst du sie weg. Ich bin harmlos. Ich würde keiner Fliege was zuleide tun. Ich bitte dich, du brauchst was zur Selbstverteidigung. Ganz besonders hier draußen. Naja, vielleicht werde ich sie einfach verkaufen. Für den Fall, dass ich kein Star werde. Morgen fahre ich zu einem Freund von mir in Lukeville, Tommy Grant. Er ist Cowboy und reitet Wildpferde zu. Er ist in diesen Drogenring reingerutscht und die wollten ihn bescheißen. Jetzt will er seinen Anteil abkassieren. Wie denn? Er hat mir die Namen und die Adressen von den Leuten gegeben, die das dreckige Geld waschen. Ich habe diese Leute überfallen und morgen teilen wir das Geld 50-50. Wenn eine Chance an meine Tür klopft, dann mache ich auf. Das war ein erstklassiger Schuss. Woher kennst du den Typ? Mein Vater und er waren Geschäftspartner. Dein Vater hatte mit Drogendealern zu tun? Naja, mein Vater war selber nicht ganz sauber. Er war einer der Ersten in Sachen Designer-Drogen. Ich hab dir doch schon gesagt, er hat gerne am Hirn von Leuten manipuliert. Wie der Vater, so der Sohn. Ruf den Kerl einfach an und bring's hinter dich. Du hast den Stress nicht nötig. Ich will ihm den Verlobungsring in den Arsch rammen. Am Telefon geht das nicht. Autsch. Das FBI bekannt, dass die Morde in Kalifornien und Arizona von ein und demselben Täter verübt wurden. Es gibt noch keinen konkreten Verdächtigen, obwohl eine genaue Täterbeschreibung vorliegt. Ein Mann, Mitte 20, 1,80, schwarzes Haar. Sollten Sie im Südwesten leben und eine verdächtige Person sehen, versuchen Sie bitte nicht, den Helden zu spielen. Denn es wird angenommen, dass er bewaffnet und sehr gefährlich ist. Jetzt habe ich live am Telefon Frank Turney vom FBI. Frank, wieso zum Teufel tut jemand so etwas? Er überfällt nur kleine Geschäfte in abgelegenen Gegenden. So kann er sicher sein, mehr Geld auf einmal zu bekommen, da die Leute nicht täglich zur Bank fahren. Na, außerdem dauert es länger, bis jemand vermisst wird und die Polizei ist nicht so schnell am Tatort. Heute wurden nun zwei weitere Leichen in einem Café in Cherub entdeckt. Das erhöht die Anzahl seiner Opfer auf 6. Wird er wieder zuschlagen? Worauf Sie sich verlassen können. Sagen Sie, was sollte man tun? Dank dir weiß ich jetzt, wie das geht. Los, raus aus meinem Wagen! Brennt wie der Teufel und in der Kelly! Kelly! Hallo? Ist Steve da? Richten Sie ihm aus, Kelly hat angerufen. Sag mal, denkst du, wir strengen uns nicht genug an? Ich meine, ich habe leider nur zwei Hände. Und mit einer davon holst du dir ständig einen runter. Ach, ach, ach. Okay, hör zu. Ich bin gerade die Liste unserer Informanten durchgegangen, die mit etwas dezentem Druck vielleicht das ausspucken, wonach wir suchen. Ach, wir kümmern uns morgen drum. Ich habe Informationen über die Mordserie der vergangenen Tage. Ich kann Sie mit der Polizei oder mit dem FBI verbinden. FBI.
Martin, FBI, kann ich Ihnen helfen? Ich war mit diesem Mörder zusammen. Ich habe ihn gefahren. Was hat er Ihnen erzählt? So ziemlich alles, denke ich. Wo sind Sie? Ich bin an einer Viper-Tankstelle am Highway 85. Bleiben Sie, wo Sie sind. Sie sind in Gefahr. Wir werden Sie abholen. Rufen Sie niemanden an und reden Sie mit keinem. Warten Sie einfach. Nicht reden, nicht wegbewegen. Gut, ich warte hier. Dann mal los. Alles in Ordnung? Soll ich Sie mitnehmen? Danke, mir geht's gut. Fahren Sie weiter. Es ist ziemlich weit bis in die Stadt. Fahren Sie lieber mit. Ist wirklich gefährlich hier draußen. Ich bin erwachsen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Danke trotzdem, Officer. Es sind über 40 Grad da draußen. Nur ein Verrückter würde... Gerade Ihr Wagen 67 Standort hatte Rocky. Verstanden. Bestätige Standort. Warten Sie auf weitere Anweisungen. Stehen bleiben! Es ist eindeutig der Verdächtige. Ich brauche dringend Verstärkung. Verstanden. Wo ist Ihr Standort? Also ich befinde mich am Kilometerstein. Gib mir den Puster. Und deine Knarre. Komm schon, Mann. Hör auf. Ganz vorsichtig. Tu das nicht. Ich muss sagen, ich hatte schon immer Respekt für das Gesetz. Ihr macht eure Arbeit wirklich prima. Tut mir leid, das Ganze. Attorney, FBI, das ist mein Partner Martin. Wer ist der Kerl? Rafe Carter. Waren Sie heute mit diesem Rafe Carter zusammen? Ja. Sind Sie bewaffnet? Ja. Nein, ich habe eine Pistole im Auto. Okay, gehen Sie langsam nach vorne und die Hände auf den Wagen. Ich bin keine Gefahr für Sie. Ich will nur meinen Freund in Tempe besuchen. Ich fürchte, das wird nichts. Sie kommen mit uns. Was? Sie werden gesucht wegen der Morde, die Sie zusammen mit diesem Rafe begangen haben. Nein, nein, lassen Sie mich das erklären. Erklären Sie es dem Richter. Das glaube ich einfach nicht. Sie haben ziemlich viel Ärger am Hals, verehrte Miss. Und jetzt ganz langsam nach vorne. Ich will Ihnen doch helfen, ihn zu kriegen. Ich will doch niemanden verletzen. Wir sind nicht dafür da, um über Ihren Charakter zu urteilen, Miss. Unsere Aufgabe ist es, Sie zu verhaften. Also bitte, kommen Sie nach vorne, packen Sie Ihre Hände auf den Wagen und breiten Sie Arme und Beine dabei aus. Okay, ich muss noch meine Handtasche holen. Keine Bewegung! Okay! Los, weg von dem Wagen! Stehen bleiben! Keine Bewegung! Pass auf! Vorsicht, weg hier! Nicht zu fassen. Die hat was drauf. Du meinst, sie hat was drauf? Die hat so viel drauf, das müssen wir erst mal aufholen. Na los, hinterher! Wird dieser Tag der niemals enden. Oh shit! Weg hier! Oh großer Gott! FBI, geben Sie mir Ihre Wagenschlüssel. Was war das für ein Auto, das diese Kelly gefahren hat?
Ein 79er Camaro. Technisch aufgemotzt bis zum geht nicht mehr. Beschleunigt von 0 auf 100 in 7 Sekunden tiefer gelegt. 250 PS. Der fährt mindestens... Halt die Klappe. Wann hast du so einen Wagen zum letzten Mal gesehen? Letzte Nacht vor dem Hotel. Mhm. Glaubst du, dass sie mit dem Kerl da war? Naja, sie hat doch ihren Freund in Tempi. Schwer zu sagen. Vielleicht ist sie ein Swinger. Na, was ist? Sollen wir die Truppe alarmieren und uns die Schlampe krallen? Ja, die Schlampe kann warten. Wir müssen uns den dickeren Fisch fangen. Wir stehen morgen sehr früh auf und fangen uns eine schöne Rave-Kraterforelle. Wieder runter, was suchst du hier? Bleib ja weg von mir. Ich bin in Schwierigkeiten. Du bist echt völlig durchgeknallt. Ich habe keinen ermordet. Jetzt tu nicht so, als wärst du eine kleine Nummer. Ich weiß genau, wer du bist. Das glaube ich weniger. Die bezeichnen mich als bewaffnet und gefährlich. Zwei Männer vom FBI wollten mich gestern erschießen. Und du wirst jetzt mitkommen und wir werden zur Polizei gehen. Und du wirst denen sagen, dass ich nichts damit zu tun habe. Und ich weiß auch, wieso du Tommy umgelegt hast, weil du nicht teilen wolltest. 50-50 halbiert. Die Hälfte für dich, die andere auch. Quatsch. Und um dir das zu beweisen, da hast du das Geld. Geh mir aus den Augen. Du gehst ins Gefängnis, Rafe. Wenn ich so ein Verbrecher bin, dann töte mich. Na los! Befreie die Welt von meiner Existenz. Na komm, drück ab. Ich bin kein Mörder, Kelly. Ich bin vielleicht eine ganze Menge, aber ich bin kein Mörder. Ich weiß einfach nicht, wem ich vertrauen soll. Mir. Du kannst mir vertrauen. Ich hab schon verstanden, Ramon. Wenn wir diese Scheiße in Ordnung gebracht haben, bauen wir ein neues Verteilernetz auf. Zurzeit haben wir ehrlich gesagt Schwierigkeiten, das Zeug an den Mann zu bringen. Die Drogen nützen mir nichts. Ich brauch das Geld. Der Deal ist geplatzt. Ich kaufe nicht mehr. Diese ganze Operation wird zu einer öffentlichen Veranstaltung. Das ist weder in deinem noch in meinem Interesse. Geh mit deinen Problemen zu einem Psychiater. Ich will mein Geld. Du gehst mir auf den Sack, Ramon. Wenn mir was einfällt, wie du zu deinem Geld kommst, wirst du von mir hören. Meine Männer werden dir helfen, die Scheine über die Grenze zu bringen. Gracias für dein Verständnis. Also, als ich bei Tommy war, da bin ich seine Unterlagen durchgegangen, um herauszufinden, wer hier im Südwesten den Drogenhandel kontrolliert. Du errätst nie, wer ihn umgelegt hat. Stimmt. Hättest du jetzt Grenzpolizei gesagt, hättest du einen Preis gewonnen. Ich werde der Beihilfe zu einem Verbrechen und des Totschlags verdächtigt. Was könnte ich mir sonst noch wünschen? Tja, da weißt du, ich dachte bei dem Preis eher an was Süßes. Man sucht dich wegen Mordes an 5 Menschen. Ein Freund deiner Familie wurde gerade umgelegt. Warum bist du so gut drauf? Vielleicht deswegen, weil du trotz dieser ganzen widrigen Umstände immer noch mit mir zusammen bist. Na, habe ich denn eine Wahl? Mein Überlebensinstinkt ist stärker als meine Vernunft. Okay, was hast du noch gefunden? Den Umschlagplatz für jede Menge Hasch, Koks, Heroin und mehrere Millionen Dollar Bargeld. Mit Geld kann man keine Freiheit kaufen, Rafe. Vielleicht nicht in Amerika, aber in Mexiko schon. Dafür kriegen wir ein Haus am Strand, ein Auto und bis zum Ende unseres Lebens was zu essen. Keine Sorgen mehr um die Miete? Wir fangen um 8 Uhr an und sind um 10 fertig. Das gibt im Endeffekt einen Stundenlohn von 1 Million Dollar. So viel Kohle kriegst du nicht mal, wenn du in einem Restauranttheater arbeitest. Ja, nur dass die Chance, in einem Restauranttheater getötet zu werden, geringer ist. Ich brauche deine Hilfe.
Na okay, du brauchst keinen Finger zu rühren. Wir treffen uns heute Abend so gegen 10 Uhr. In Sunuita, in einer Bar, die heißt No El Topo. Okay, aber du lässt mir das Geld hier. Was? Du erwartest von mir, dass ich dir glaube, dass du unschuldig bist? Ich riskiere Kopf und Kragen und du vertraust mir nicht mal mit dem Geld? Na gut, 50-50. Alles oder gar nichts. Ach. 10 Uhr. Sei pünktlich. Okay, die Menge stimmt. Kannst abfahren. Ja, gut, Joey. Bring die bitte mal darüber, ja? Okay, stell's dahin. Hey, pass auf, den Bereich hier müssen wir frei halten. Ramon und seine Männer gehen mir langsam auf die Nerven. Aber keine Sorge, die sind nicht mehr lange bei uns. Heute Abend alle noch raus. Albuquerque wird mit Mexikos bestem Heroin überflutet werden. Shit. Ganz ruhig, Arschloch. Ich habe zwei wichtige Informationen für dich, also hör genau zu. Erstens. Hier nicht heil wieder rauskomme, geht mein Partner in die Öffentlichkeit. Sie weiß alles, Namen, Daten und Plätze. Und sie hat die Beweise. Zweitens, wenn ihr mich verarschen wollt, dann werdet ihr mit mir untergehen. Und jetzt will ich das Geld. Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, dass du nicht in den Ohren bohren sollst? Los, gib mir das Geld, beweg dich! Ich wäre ja wohl nicht der Erste, oder? Du hättest die Leute, die du überfallen hast, auch töten sollen, denn sie haben uns alles über dich erzählt. Wir haben dich auf jeder Liste ganz nach oben gesetzt, auf unserer und auf der der Bullen. Na, wie fühlt sich das an, von beiden Seiten verarscht zu werden, vom Anfang bis zum Ende? Na, wie fühlt sich das an? Der Schmerz wird durch das Geld gelindert. Und jetzt raus mit der Kohle oder meine Partnerin. Meine Partnerin, die wird verblutet sein, bevor sie reden kann. Ich hab ihn! Ja! Hebt ihn auf! Hoch mit ihm! Was bist du für ein Amateur? Wie bist du überhaupt so weit gekommen? Und jetzt legt ihn um! Es muss aussehen, als hätte er die Grenze überqueren wollen. Man wird mich dafür belobigen, dass ich dich erwischt und an der Flucht aus dem Land gehindert habe. Hey, wie wär's mit einem Deal? Ich gebe euch das Geld zurück, das ich gestohlen habe. Ihr lasst mich laufen und ich mache euch keine Schwierigkeiten. Ich scheiße auf die Kohle. Ich will dich, du Ratte. Das Geld ist unbedeutend im Vergleich zum Schaden, den du in unserer Organisation anrichten kannst. Dein Freund Tommy hat versucht, denselben Deal zu machen. Deine Eltern haben auch versucht, diesen Deal zu machen. Lernt ihr denn nie dazu? Immerhin habe ich meinen guten Willen gezeigt. Guter Wille allein bringt gar nichts. Ah!
getan. Das sind Verbrecher. Nein, es tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Schnappt sie euch! Los, los, los! Entschuldigung angenommen. Mexiko, wir kommen. Wir nehmen den Truck. Das Letzte, was wir brauchen, ist Ärger mit den mexikanischen Behörden. Martin, FBI. Ist es die Möglichkeit? Ach du liebe Zeit. Was ist? Oh. Rafe und Kelly haben gerade versucht, das Lagerhaus der Grenzpolizei in Lordsburg auszurauben. Muy bueno dinero. Du hast doch selbst gesagt, dass ihr Geld braucht. Und du willst sie lebendig? Unbedingt. Befehl von ganz oben. Really? Bueno? Bueno. Au! Die ganzen Schmerzen für nichts und wieder nichts. Tagsüber hätte ich keine Probleme, das Geld zu finden. Wer kann denn ahnen, dass wir nachts suchen müssen? Wir sind denen nur um Haaresbreite entwischt und jetzt müssen wir wieder zurück über die Grenze. Du hast doch bloß Angst, weil du nicht weißt, wo die Kohle versteckt ist. Ich habe die Kontrolle, ich könnte einfach so durch die Tür spazieren. Entschuldige, Kelly. Wir fahren gleich morgen früh wieder zurück. Und dann für immer ab in den Süden. Ein Schicksal wie im Roman. Wir durchleben irgendwie gerade so eine Art kitschige Bürgerromanze. Das sind Mädchenbücher, davon verstehe ich nichts. Und was sind Jungsbücher? Chandler, Bukowski, Hemingway. Eben harte Männerbücher. Hast du schon mal Nancy Drew gelesen? Ja. Schwuchtel. Hey, ich bin so hetero, wie es geht. Ja, so siehst du aus. Ich wette, du liebst diese Stelle. Hallo Gott, ich bin's, Margaret. Gib's zu, du bist bitextual. Na gut, ich bin Judy Blume-Fan. Das bedeutet aber noch lange nicht. Du weißt es.
¿Dónde están los cerdos? Cuatro. Die warten, bis wir zurückkommen. Und was jetzt? Wo ist deine Waffe? Im Auto. Wieso zum Teufel denn im Auto? Du hast doch gesagt, dass ich sie dahin tun soll. Wo ist deine? Na, unterm Bett. Keine Sorge, du Scheißer. Ich hab zwei. Oh. Der Hinterausgang. Arriva, correi! Ah, schön, dass du noch hier bist, Mr. Lederstrumpf. Rafe. Kelly, ihr habt nichts zu befürchten. Wir würden euch ja gerne fertig machen, aber wir dürfen nicht. Unser Job ist, euch wieder über die Grenze zu bringen. Lebendig. Es wäre besser, wenn du die Säge wieder hinlegst. Du willst doch niemanden verletzen. Das Blatt könnte rostig sein. Wo ist der Stoff? Ich habe Bestellungen, denen ich nachkommen muss. Alles weg. Die letzte Lieferung ging vor einer Stunde raus. Und was ist mit mir? Thekla, das ist kein gutes Geschäftsgebaren. Sie lassen mich hängen. So können Sie Ihre Kunden nicht behandeln. Dafür wissen wir zu viel. Ich verkleinere das Inventar. Wir hatten ein paar Komplikationen. Ein bisschen Klempnerarbeit ist erforderlich. Was soll denn das bedeuten? Wir steigen vorläufig aus dem Geschäft aus. Was für eine Klempnerarbeit? Ich repariere sozusagen alle möglichen undichten Stellen. Das mexikanische Drogenkartell Los Malditos hat während einer Schmuggelaktion am gestrigen Abend drei Grenzpolizisten hinterrücks und kaltblütig erschossen. Wenn du es ablieferst, töten sie dich. Dies ist der dritte Mord an. Warum sollten sie das tun? Weil sie euch genauso bescheißen werden wie uns. Und woher hast du diese Weisheit? Die denken, die Kacke spritzt bald in alle Richtungen und werden nervös. Ich habe ihre Organisationsstruktur gecheckt und sie haben Angst, dass alles auffliegt. Wir wissen zu viel, wir alle. Wenn wir in den Staaten auftauchen, sind wir geliefert. Wir? Dein Grabstein kann ich ja förmlich schon sehen, aber wir? Denkst du, denen liegt was an euch? Ihr seid doch bloß die Laufburschen, jederzeit austauschbar. Ihr seid die Sündenböcke für die Bullen, die wir umgelegt haben. Wenn ihr tot seid, wird die Öffentlichkeit wieder an Gerechtigkeit glauben. Also, seid ihr an allem schuld? Ganz einfach. Ich niete euch um und bring's hinter mich. Shit! Auf! Wir sind lebend viel mehr für dich wert. Nimm uns als Pfand und versteck uns, hol dir die Kohle und sag ihnen dann, wo wir sind. Wenn sie uns finden, bist du schon lange weg und reich. Warum sollten sie mir glauben? Weil sie es müssen. Wenn du uns leben lässt, sind wir für die eine Gefahr. Also hol dir das Geld und verschwinde damit. Bingo. Ramon, ¿qué pasó? Wir hatten doch einen Deal. Wo sind sie? Tja, wir haben unsere Taktik ein bisschen verändert. Wir haben sie noch. Verdammt. Wir hoffen, dass sie auch noch am Leben sind. Andernfalls ist unser Handel geplatzt. Da sind nur Mexikaner. Sie sind gute Kräfte sind ihm schwer zu finden. Sie sind... Nein! Ey, Cojones! Aufhören! Was? Aufhören!
jetzt? Also ich glaube, er will, dass wir aufhören. Er hat sich einen tollen Zeitpunkt ausgesucht, um die Pläne zu ändern. Komm, gehen wir hin. Verdammter Hurensohn, du Wichser, hast mich übers Ohr gehauen. Hey, hey, nimm's nicht persönlich, Mann. Hier geht's ums Geschäft. Hab ich dich je schlecht behandelt? Nein, aber das hier ist ein guter Anfang. Hey, bin ich nicht ein guter Schütze? Ich hab dir ja gesagt, dass ich dich nicht erwische, obwohl es mich ziemlich in den Fingern gejuckt hat. Ich hab deinen Arsch gerettet. Ihr könnt mir dankbar sein. Er hat sie nämlich nicht dabei. Ramon, wir bezahlen dich doch gut. Aber er weiß, wo sie sind. Ach, weißt du das, ja? Gebt mir zuerst das Geld. Dann sage ich euch, wo sie sind. Da hast du's. Und noch 10 obendrauf für den Verlust deiner Freunde. Hey, Ramon, wir können dich doch gut leiden. Danke, Boss. Ich hab sie an einen Kaktus gefesselt. Und jetzt braten sie in der Sonoria-Wüste still vor sich hin. Wenn ich euch sage, wo sie sind, bin ich ein toter Mann. Wenn ich es euch nicht sage, bin ich ein toter Mann. Alles, was ich jetzt noch tun kann, ist euch den Spaß zu verderben. Warte, lass das. Kein Grund, dramatisch zu werden, Ramon. Wenn du mehr Geld willst, wir haben mehr Geld, Thackler. Tani, hör auf zu Quatsch. Jeder Mensch hat das von Gott gegebene Recht, seine Entscheidung selbst zu treffen. Sowas nennt man freien Willen. Ich hoffe, es gibt keine Gringos in der Hölle. Du wirst mich in der Hölle treffen, verlass dich drauf. Wenn ich ankomme, werde ich dich besuchen. Dann quatschen wir ein bisschen über die alten Zeiten. Paff, paff. Gott verdammt, Martin. Jetzt haben wir keine Ahnung, wo Rafe und Kelly versteckt sind. Dieser ganze Vormittag ist ein einziger Reinfall. Ach, halt doch den Schnabel. Ramon hat's doch mehr oder weniger gesagt. Sie sind in der Wüste. Ach, wie ich schon sagte, wir haben keine Ahnung, wo sie sind. Ja, und auch niemand sonst. In dieser gottbeschissenen Einöde. Also, Thackler, wie sieht's aus? Alles im Griff? Na klar doch, läuft alles bestens. Was mich angeht, sind wir raus aus dem Drogengeschäft. Gut. Und unsere Wertsachen sind alle im Truck? Ja, Sir. Gut. Also, es war doch trotz der Schwierigkeiten in der letzten Woche noch ein recht profitables Geschäft. Hm, kann man wohl sagen. Leicht verdientes Geld. 2 Millionen. Hey, seht euch mal dieses Museumsstück von Pistola an. Hey, das sieht aus wie von der mexikanischen Armee. Könnte wertvoll sein. Ach, Blödsinn. Lasst mich das mal sehen. Tani, mit diesen alten Waffen muss man vorsichtig sein. Die gehen verdammt leicht los. Also Jesus, Maria und Josef, was könnte hier wohl passiert sein, hm? Tja, sieht aus wie eine Schießerei zwischen der Grenzpolizei und mexikanischen Drogenschmugglern. Das muss man sich mal vorstellen. Tja, müssen wir wohl. Ist unser Zuständigkeitsbereich. Also unser Fall. Oh, das riecht nach Arbeit. Komm zu Papa. Ihr sagt ja selbst immer, niemals ein Risiko eingehen. Wenn ich in Sicherheit bin, sag ich euch, wo euer Anteil vergraben ist. Oh shit, wer hat denn gesagt, dass er das so wörtlich nehmen soll? Der Weg zum Ruhm ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Ach du heiliger Strohsack, ich brauch dringend Urlaub. Möglichkeiten. Erstens, sie haben nie rausgefunden, wo wir sind. Zweitens, sie wissen es, haben sich aber verlaufen. Oder drittens, sie wissen es und es ist ihnen egal. Sie wollen doch aber das Geld, oder? Ihnen ist wichtiger, dass wir tot sind. Dieser Kaktus enthält mindestens 4 Tonnen Wasser. Du Lügner. Habe ich dich jemals angelogen? Nein. Da ganz oben an den Armen, wo man nicht drankommt, sind Blumen. Gelbe Blumen und dicke Früchte. Die Früchte kannst du aufmachen und essen. Die Möglichkeiten sind in greifbarer Nähe. Sie sind einfach da.
jetzt bitte nichts mehr. Wieso? Weil ich mich totstelle. Wieso? Das willst du gar nicht hören. Und ob ich das hören will? Psst. Rafe? Rafe? Rafe! Mich die Kojoten auffressen. Die Fesseln werden dich lockern, vielleicht sogar durchgenagt. Dann kannst du abhauen. Hör auf, irgendjemand muss uns doch einfach suchen, Rafe. Vermisst dich irgendjemand? Und wenn ja, weiß er, dass er in der Wüste suchen muss? Nein. Wir sind auf uns selbst gestellt. Ich wäre jetzt lieber mit meinem treulosen Verlobten in unserer schönen neuen Wohnung. Au, das tut mehr weh, als angeschossen zu werden. Wir haben uns erst vor knapp 3 Tagen kennengelernt. Wir haben in den 3 Tagen mehr durchgemacht als die meisten Leute in ihrem ganzen Leben. Thekla war ein völlig asexueller Bastard. Kein Verhältnis, keine Eltern, keine Frau, niemand, aus dem wir was rausquetschen können. Ja, und ohne jeden Glauben. Nein, 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 nein. Nochmal. Nochmal von vorne. Okay. Jing, Chang, Chong. Oh, Papier wickelt den Stein ein. Du hast gewonnen. Und du weißt, was ich dafür will. Komm her. FBI. Kelly Leary, wann haben Sie sie das letzte Mal gesprochen? Vor einer Woche. Wir haben zurzeit ein paar Probleme. Ist eine längere Geschichte. Ja, mit einem Happy End. Sie brauchen sich keine Sorgen mehr zu machen, dass Kelly das mit ihrem kleinen Techtelmechtel hier rauskriegt. Denn sie ist tot. Ist das wahr? Gott, wieso denn? Wir wollen wissen, ob sie Ihnen irgendetwas über einen Mann erzählt hat, einen Rafe. Oder möglicherweise irgendwas über Geld. Vergrabenes Geld. Nein. Tragen Sie ein Kondom? Ja. Guter Mann, immer auf Nummer sicher. Man kann gar nicht vorsichtig genug sein. Ja, das ist unser Motto. Er sagt auf jeden Fall die Wahrheit. Hör zu, weiter. Ich habe einen neuen Plan. Wenn wir beide tief einatmen und den Bauch einziehen, wird sich das Seil lockern. Und? Dann könnte ich langsam hochrutschen, bis ich stehe. Und was ist mit den Stacheln in deinem Rücken? Du kannst mich dann rauswinden und von dem Seil befreien. Warum hast du nicht schon am ersten Tag daran gedacht? Da hatten wir noch zu viel Fleisch auf den Knochen. Wir werden dünner. Das ist ja noch blöder als dieser Kojotentrick. Fest steht, dass ich schon viel Blut verloren habe. Wenn ich mir jetzt das Fleisch vom Rücken pelle, kann es auch nicht viel schlimmer werden. Ich habe keine Lust mehr auf Spielchen. Wenn wir es nicht bald versuchen, sind wir zu schwach, um hier wegzukommen. Besser einer von uns schafft es als keiner. Gott verdammt, Kelly, hilf dir doch einmal selbst. Zieh die Luft ein. Ich kann nicht. Es ist vorbei. Rafe? Rafe?
es ist nicht mehr so wie früher, als du noch nicht dabei warst. Als J. Edgar Hoover noch Gott war. Als Agenten wie wir noch respektiert wurden, als man noch stolz auf seinen Beruf sein konnte. Als man mit seinem Gehaltscheck noch amerikanische Qualitätsprodukte kaufen konnte. Von meinem ersten Jahresgehalt, verstehst du, habe ich mir ein Haus gekauft, ein Fernseher und ein Auto. Damals war harte Arbeit noch was wert. Niemand kann uns vorwerfen, wenn wir unser Gehalt aufbessern. Also sollen wir diese Kiste jetzt als Verlust abschreiben, oder was? Naja, ich habe doch nicht umsonst 3 Jahre auf Waldbrände gepinkelt. Im Dreck gewühlt und mein Leben riskiert. Und das für überhaupt nichts. Für absolut überhaupt nichts. Wäre gut, wenn wir ihn sprechen könnten, diesen Rafe. Wir wissen, dass er einen Teil von unserem Geld hat. Zumindest ein paar hunderttausend. Na schön, dann war das eben ein Fehler. Ich war hingerissen von der Faszination des perfekten Verbrechens. Allerdings muss ich sagen, dass ich diesen Rafe jetzt am liebsten tot sehen würde. Hilfe? Hey Leute, da ist ein Stau auf der 86 kurz vor Roseville. Keine Ahnung, was da vorne los ist. Kann mir mal einer sagen, was da passiert ist? Ich weiß auch nicht, ich stehe auch mittendrin. Oh! Haha! Bingo! Der sieht nicht allzu gut aus. Naja, vielleicht hält er gerade ein kleines Schäfchen. Okay, jetzt vorsichtig runter. Positiv. Muss mein umwerfendes Lächeln gewesen sein. Sie ist einfach umgekippt bei Kilometer Stein 13. Sie sieht halb verhungert aus. Schlägt ihr Herz denn noch? Ja, ich bringe sie in die Klinik nach Lordsburg. Wisst? Hallo? Hallo? Mir geht's schon wieder gut. Ich denke, das war nur die Hitze. Das war alles. Könnten Sie mich zur Grenze bringen? Ja, gut. Fenster runter, bitte. Was ist mit Ihrem Wagen los?
Ich komme gerade aus Mexiko. Das erklärt alles. Darf ich mal Ihren Führerschein sehen? Ja, selbstverständlich. Bitte sehr. Kelly Leroy? Aha. Sekunde. ...120, 190 erlaubt sind. Diesmal drücke ich noch ein Auge zu. War schließlich das erste Mal. Na, dann vielen Dank. Und sonst war ganz sicher nichts? Wenn Sie mir sonst nichts weiter zu sagen haben? Nein. Nein, vielen Dank. Wow, du bist wieder da. Du siehst aus, als wärst du durch die Hölle gegangen. Was ist passiert? Wo bin ich? Er kann sprechen. Seid ihr Ärzte? Ich war mal Sunny in Korea. Ich bin im Moment nicht ganz so schnell. Ihr müsst das verstehen. Mir geht's nicht besonders. Du warst in der Wüste. Mein Partner und ich mussten Asbesthandschuhe anziehen, um dich von diesem Kaktus abzupflücken. Der war gut. Danke sehr. Ihr seid ganz offensichtlich nicht meine Schutzengel. Also, was wollt ihr? Wir wollen das Geld. Also, wenn ich euch dafür auch noch bezahlen soll, dann wäre ich lieber in einem richtigen Krankenhaus mit richtigen Ärzten. Schlauberger, wo ist das Geld versteckt? Also, ich weiß wirklich nicht, was ihr meint. Verdammt nochmal, Martin! Wir haben den ganzen Tag darauf gewartet, dass der Karl aufwacht und du musst dir den Macho spielen. Versuch's nochmal. Sie ist zu Hause. Bingo. Kelly, ich bin's. Mach auf. Keine Chance. Ich dachte, du wärst tot. Da bist du nicht der Einzige. Kelly, bitte. Du verstehst das nicht. Mach die Tür auf. Wir müssen miteinander reden. Rafe! Willst du uns nicht da reinbitten? Hübsch hier! Rafe, du lebst noch. Wir haben ihn gesund gepflegt, ein bisschen Doktor gespielt. Rafes Vater war auch Arzt, Friede seiner Seele. Er war wirklich ein guter Mann. Ich habe hier Krach gehört und da habe ich gedacht... Da hast du falsch gedacht. Warum immer alles auf einmal? Kelly, Baby, tu mir einen Gefallen. Schneid das mal durch. Wer sind Sie eigentlich? FBI, aber das hier ist kein offizieller Auftrag. Aber wir kennen uns bereits. Ja, wir schützen lediglich ein paar persönliche Interessen. Dein Freund Rafe hat bedauerlicherweise versucht, unsere Gewinne zu schmälern. Tja, mein Partner und ich hatten mächtig zu tun, ihm auf den Fersen zu bleiben und hinter ihm aufzuräumen. Sieht aus, als ob wir damit noch nicht fertig sind. Wenn wir diese Sache hier abgeschlossen haben, dann fahre ich mit meiner Frau nach Acapulco. Ich habe nämlich noch 48 ungenutzte Urlaubstage vor mir. Und wenn ich in Rente gehe, ohne sie zu nehmen, verfallen sie. Ich werde schließlich nicht jünger. Bitte töten Sie mich nicht. Der Tod ist niemals schön, Kelly. Im Grunde ist es Verschwendung von Kugeln. Aber man kann ja nie wissen, was einer hinterher so alles erzählt. Tut mir leid, dass Rafe dich damit reingezogen hat. Aber wahrscheinlich nicht so leid wie dir. Nein, wahrscheinlich nicht. Okay, das war's mit den Scherzen.
Wir haben da wohl noch was zu klären. Ja, Rafe war nicht besonders kooperativ, verstehst du? Wir haben alles versucht. Schnittwunden, Elektroschocks, durchkitzeln. Und trotzdem will er uns nicht verraten, wo das Geld ist. Also entweder weiß er es wirklich nicht, oder er ist ein gottverdammter Dickkopf. Hm. Zwischen seinen schmerzerfüllten Schreien und dem Winseln um Gnade erwähnte er irgendwas von wegen, das Geld sei vergraben, aber er wusste nicht, wo das war. Tja, und da hatte ich die sensationelle Idee, dass er vielleicht irgendjemanden schützen wollte. Vielleicht dieses kleine Wüstenbaby. Tja, und das war unsere Frage. Wo ist das Geld vergraben? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie überhaupt reden. Vielleicht sagst du uns die Wahrheit. Vielleicht aber auch nicht. Mein Partner und ich kennen eine Methode, das auszufinden. Ist nicht originell, aber es funktioniert. Als Vorspeise foltern wir erstmal deinen Verlobten. Boah, der wird nie mehr tanzen, das ist sicher. Kommt drauf an, wie inspiriert wir sind. Und wenn wir dann immer noch nicht wissen, was wir wissen wollen, dann fangen wir mit der ganzen Nummer nochmal bei Rafe an. Was habe ich getan? Womit habe ich das verdient? Na, du hast deine zukünftige Braut betrogen. Und soweit mein Partner und ich sehen konnten, hattest du ziemlich viel Spaß dabei. Weißt du, in manchen Kulturkreisen wird Fremdgehen mit der Todesstrafe bedroht. Oh Gott, Kelly, es tut mir so leid. Oh Kelly, Gott, tut mir so leid. Wieso wollen Sie ihn töten? Er hat nichts damit zu tun. Wenn ein Mordfall untersucht wird, sucht jeder Detektiv als erstes nach einem Motiv. Wenn diese Leichen hier gefunden werden, wird jeder denken, dass hier eine Liebesbeziehung aus dem Ruder gelaufen ist. Sowas in der Art. Wir sind ziemlich gut, unsere Spuren zu verwischen. Die Besten in der Branche. Na, wie sieht's aus, Schätzchen? Ich sag euch, wo das Geld ist. Na, wer hätte das gedacht? Es ist im Badezimmer. Das hätten wir doch gar nicht so offen gewagt. Nicht in dieser Branche. Wo genau? Unter dem Waschbecken. Theoretisch sollte uns dieses Geld über Wasser halten, bis wir unsere Pensionskasse gefunden haben, die du in dieser verschissenen Wüste verbuddelt hast. $4 Millionen! Jackpot! Und weil du so schön brav gewesen bist, darfst du dir aussuchen, wen ich von den beiden zuerst erschießen soll. Ich habe hier ein paar hübsche Scheinchen gefunden. Na los! Sonst entscheide ich für dich. Ene, mene. Mo. Martin, verdammte Scheiße. Benutz wenigstens den Schalldämpfer, sonst wächst du noch die ganze Nachbarschaft auf. Martin? 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 Hier. Kelly, du hast mein Leben gerettet. Was ist das? Menschen ändern sich. Menschen werden erwachsen. Aua! Kelly! Zu. Himmel ist. Und es sollte einen wunderschönen Sonnenuntergang geben. Und heute in den Wüstengegenden des Westens, der reinste Backofen. Dieser Typ Rafe wird in 2 Staaten wegen Mordes gesucht. Der steht beim FBI, ganz oben auf der Liste. Ihr zwei steckt wirklich tief in der Scheiße. Und Sie erzählen dauernd nur was von diesem Anrufbeantworter. Wer sind Sie eigentlich? FBI, aber das hier ist kein offizieller Auftrag. Clever. Tja, einfach unglaublich. Aber Ihre Geschichte scheint tatsächlich zu stimmen. Nach der Indizienlage sieht es ganz so aus, als hätten diese 2 FBI-Agenten eine Blutspur von Chicago bis nach Los Angeles gezogen. Und das alles nur, um ihren kleinen Drogenhandel zu decken. Tja, und am Ende war alles umsonst. Und das Geld bleibt auf ewig irgendwo in der Wüste vergraben. Was ist mit Rafe? Wann kann ich ihn sprechen? Rafe, geht in Untersuchungshaft. Er kommt ins Gefängnis? Wie geht es ihm? Also folgendes, Rafe. Es wird nicht allzu hart für Sie werden. Nur 2 Anklagen wegen der Raubüberfälle. Eine kurze Verhandlung und eine Strafe auf Bewährung. In den Medien werdet ihr schon regelrecht als Helden gefeiert. Lieutenant?
Übrigens, ein gewisser Steve hat Ihre Kaution bezahlt. Sie sind ein freier Mann. Ich habe kein Geld für die Kaution. Ich brauche etwas Zeit. Herzchen, Sie sind hier in Hollywood. Sie sitzen auf einer Goldmine. Verkaufen Sie doch Ihre Geschichte. Ist vielleicht nicht gerade was fürs Kino, aber fürs Fernsehen reicht's allemal. Nein, danke. Ich kann Sie mit einem Produzenten bekannt machen, den ich kenne. Ich verlange nur 5% für die Vermittlung. Der Rest, der große Rest gehört Ihnen ganz allein. Ich habe kein Interesse, danke. Naja, wie wär's, wenn Sie sich selber spielen? Ich meine, Sie sind doch Schauspielerin. Sie können die Rolle sofort haben. Kein Problem. Und David Hasselhoff könnte Rafe spielen. Das wäre... Willst du mitfahren? Okay. Ich bin aber kein Anhalter. Oh.